habe von Anfang an gesagt, dass die Frage, was der Inhalt einer Verständigung zwischen der Ukraine und Russland ist, nicht von uns und von außen diktiert werden kann. Aber das ist doch offensichtlich. Russland kann nicht darauf setzen, dass es einen Diktatfrieden durchsetzen kann. Es kann nicht darauf setzen, dass einfach irgendwie die Linie, wo der Kriegsverlauf gegenwärtig ist, festgefroren wird und der Rest dann mehr oder weniger annektiert werden kann. Sondern es geht nur, indem Russland versteht, dass es Truppen zurückziehen muss, dass wir tatsächlich eine Verständigung ermöglichen. Und das ist das, was ich immer wiederhole, übrigens auch in den vielen, vielen Gesprächen, die ich mit dem russischen Präsidenten führe. Denn wir sind ja sehr unterschiedlicher Meinung, aber es müssen ja ein paar Leute mal kommen und ihm auch noch widersprechen. Das wird ja in seinem unmittelbaren Umfeld kaum passieren. Wants this war to end. Ukraine wants this war to end. Europe, which by the way has underfunded this war while American taxpayers have been very generous to the Ukrainians, the Europeans want this war to end because it's jacking up their energy prices. So I think what this looks like is Trump sits down, he says to the Russians, the Ukrainians, the Europeans, you guys need to figure out what does a peaceful settlement look like. And what it probably looks like is something like the current line of demarcation between Russia and Ukraine, that becomes like a demilitarized zone. It's heavily fortified so the Russians don't invade again. Ukraine remains its independent sovereignty. Russia gets the guarantee of neutrality from Ukraine. It doesn't join NATO. It doesn't join, you know, some of these sort of allied institutions. And I think that's ultimately what this looks like. And by the way, the Germans and other countries have to fund some Ukrainian reconstruction. Sibylle Berg, herzlich willkommen im Europäischen Parlament. Wir haben hier gerade eine Kriminelle zur Kommissionspräsidentin gewählt. Wie waren die ersten Wahlen für dich? Wie hat es dir gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Die Demokratie ist unzerstörbar. Und gestern war meine allererste Abstimmung. Es ging um die Ausweitung des Krieges und die Verlängerung des Krieges. Und die große Mehrheit dieser Menschen, die wahrscheinlich noch nie in einem Kriegsgebiet waren, hat dafür gestimmt, dass die Ukraine sich auf einem unumkehrbaren Weg in die NATO befindet. NATO. Dann trete ich aus, sage ich gleich. Ja, NATO bin ich auch nicht mehr bei. Dass die Kapazität der Rüstungsindustrie erhöht wird, also auf ein Level der Kriegswirtschaft. Und dass, das muss ich ablesen, mindestens 0,25% des BIP von EU- und NATO-Staaten, das sind 0,125%, der gesamten Weltwirtschaftsleistung. Möchtest du die Zahl mal kurz erklären? Das ist eine brutal lange Zahl. 125 steht vorne und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Das bedeutet 125.000 Millionen geht in den Krieg demnächst. Genau. Und das geht an die militärische Unterstützung der Ukraine. Und das übrigens, diese Zahl, möchtest du noch mal zeigen? Das wäre fünfmal mehr, als es benötigt, um den gesamten Welthunger zu bekämpfen. Man löst das jetzt lieber mit einem allumfassenden Krieg und dann ist die Sache mit dem Welthunger erledigt. Also fand ich eine gute und schlaue Lösung, auf die ich überhaupt nicht gekommen wäre. Herzlich willkommen im Europäischen Parlament, dem Friedensnobelpreisträger EU.